بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute inshallah ta'ala unsere Reihe fortführen über die Geschichten der Propheten. Und wir hatten in der letzten Woche über die Geschichte der beiden Söhne Adams gesprochen gehabt, und zwar Qabil und Habil. Und wir haben auch die Geschichte erzählt gehabt anhand des Korans, und zwar der Ayat in Surat Al-Ma'idah, wo Allah ta'ala uns die Geschichte der beiden Brüder erzählt und uns aufzeigt, dass sie beide ein Opfer darbringen wollten, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala das eine angenommen hat, während er das andere abgelehnt hat. Und daraufhin Qabil, von dem das Opfer nicht angenommen wurde, seinen Bruder Habil getötet hat. Wir haben uns intensiv auch mit den Lehren dieser Geschichte beschäftigt gehabt und auch aufgezeigt gehabt, was die Hintergründe dessen sind. Und zwar, dass nämlich Qabil die Schwester von Habil heiraten wollte, obwohl Allah seine eigene Schwester heiraten wollte, entschuldigt bitte, seine eigene Zwillingsschwester heiraten wollte, obwohl Allah Ta'ala dies verboten hatte, damit diejenigen, die miteinander heiraten, so weit auseinander sind wie möglich, verwandtschaftlich gesehen. Und Qabil aber sich gegen das Gebot Allah Subhanahu wa Ta'ala gestellt hat und daraufhin dann dieser Wettstreit entstanden ist und es dann zu dem ersten Mord in der Geschichte überhaupt gekommen ist. Wir haben uns dann auch damit beschäftigt gehabt, was daraufhin geschah, nämlich, dass Qabil überhaupt nicht wusste, was er mit dem Leichnam tun soll, und Allah subhanahu wa ta'ala ihm das dann auch anhand eines Raben aufzeigte, der einen anderen toten Raben begraben hat. Und jetzt kommen wir heute insha'Allah ta'ala zu dem ersten Propheten nach Adam alayhi salam, oder auf den ersten Propheten nach Adam alayhi salam zu sprechen. Und zwar wollen wir heute insha'Allah ta'ala über gleich zwei Propheten sprechen. Und der Grund ist, dass wir über den ersten Propheten eigentlich so gut wie gar nichts wissen. Und dieser erste Prophet, über den wir sprechen werden insha'Allah ta'ala, auch so im Koran nicht erwähnt wird. In einigen Überlieferungen erwähnt wird, aber im Koran selbst nicht erwähnt wird. Und der erste Prophet nach Adam alayhi salam, mit dem wir uns beschäftigen werden, heißt Sheith alayhi salam. Sheith alayhi salam. Dieser Prophet wird auch in der Bibel erwähnt, im Alten Testament, und wird dort genannt als Set. Ja, S-E-T. Set. Manchmal wird auch mit T-H geschrieben. Ich glaube, das ist auch ein Name, der im englischen Sprachraum verbreitet ist. Seth, glaube ich. Aber wie gesagt, ja, das ist ein Prophet, den wir so im Koran nicht finden. Und wir werden insha'Allah ta'ala kurz auf diesen Propheten eingehen, was wir an Informationen über ihn haben. Und man muss von vornherein sagen, das meiste, was wir an Informationen über diesen edlen Propheten haben, ist aus dem Alten Testament und nicht aus dem Koran und auch nicht aus der Sunna unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt, wie gesagt, einige Überlieferungen, welche halt darauf hindeuten, wobei man auch sagen muss, dass die Überlieferungen nicht unbedingt authentisch sind. Und trotzdem wird sein Name erwähnt in der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zunächst erst einmal, wer war überhaupt Sheith alayhi salam gewesen? Sheith alayhi salam ist ein weiterer Sohn von Adam alayhi salam. Also Adam alayhi salam hatte nicht nur Qabil und Habil als Söhne gehabt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihm dann noch weitere Kinder geschenkt. Und eines dieser Kinder hieß Sheith. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat daraufhin von den Kindern Adams Sheith alayhi salam als Propheten auserwählt. Und Sheith alayhi salam
Er soll jemand gewesen sein, der sehr fromm war und der auch an dem Weg von Adam alayhi salam festgehalten hat. Also er hat im Grunde genommen diesen Weg fortgeführt. Während die Nachkommen von Qabil vom richtigen Weg abgekommen sind. Und Shisa alayhi salam, er soll jetzt sein Volk immer wieder gewarnt haben, dass sie sich mit dem Volk von Qabil und den Nachkommen von Qabil mischen sollten. Also wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo nicht mehr alle an einem Ort leben oder es nur noch eine kleine Familie gibt, sondern wo es schon eine größere Nachkommenschaft gibt. Und wenn wir jetzt den Daten der Bibel glauben sollten und des Alten Testamentes, dann lebten die Menschen zur damaligen Zeit mehrere hundert Jahre. Und man muss davon ausgehen, dass ein Mensch, wenn das wirklich so gewesen sein sollte, dass ein Mensch mehrere Generationen auch miterlebt hat. Und Shisa alayhi salam, er soll sein Volk vor den Nachkommen Qabils gewarnt haben. Und ihnen auch immer wieder gesagt haben, begebt euch nicht unter sie, weil es Menschen sind, welche vom richtigen Weg abgekommen sind. Und was lernen wir daraus erst einmal grundsätzlich? Dass schon relativ früh in der Menschheitsgeschichte, wenn das alles so stimmen sollte von den Daten her, man muss auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich vieles Legende ist. Aber es geht um die Lehren, die wir rausziehen. Es geht jetzt nicht darum, ob das jetzt wirklich faktische Daten sind, wie alt diese Menschen geworden sind. Darum geht es überhaupt nicht. Das erwähnt auch der Koran nicht. Das ist dementsprechend auch unwichtig. Und der Koran erwähnt ja grundsätzlich keine Daten. Aber für uns ist erst einmal wichtig, dass schon relativ früh in der Menschheitsgeschichte sich die Menschen für zwei Wege entschieden haben. Für den Weg Allah subhanahu wa ta'ala und für den Weg des Shaitan. Und das haben wir immer wieder in der Menschheitsgeschichte. Zu jeder Zeit gab es Menschen, welche am richtigen Weg festgehalten haben und Menschen, welche vom richtigen Weg abgekommen sind. Und die Frage, die ich mir stellen muss als Mensch, welchen dieser Wege möchte ich beschreiten? Allah ta'ala, er hat mir beide Wege aufgezeigt. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, beide dieser Wege zu gehen. Für was entscheide ich mich? Entscheide ich mich für den Weg des Guten oder für den Weg des Schlechten? Für den Weg Allahs oder für den Weg des Shaitan? Es kann nicht beides gehen. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns ein sehr, sehr anschauliches und auch bildliches Gleichnis gegeben. Einmal saß der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit den Sahaba zusammen. Und er nahm einen Stock in die Hand und zeichnete eine Linie in den Boden. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, "Hada sabilullah." Das ist der Weg Allahs. Und dann zeichnete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an beiden Seiten dieser Linie Abzweigungen. Und er sagte, "Wahadihi subul." Und das sind Abzweigungen, das sind Wege. An jedem dieser Wege befindet sich ein Shaitan, der die Menschen zu ihm einlädt. An jedem dieser Wege. Und dann rezitierte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Ayah aus dem Koran, in der Allah ta'ala sagt, وَأَنَّ هَذَا صِلَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Und dies ist mein Weg. Er ist gerade. So befolgt diesen Weg und folgt nicht den Abzweigungen, welche euch wegführen werden von meinem Weg. Und deswegen, worum bitten wir Allah Ta'ala jeden Tag in unserem Gebet? Es gibt ein Dua, was wir jeden Tag machen, mindestens 17 Mal. Nachdem wir Allah gelobpreist haben, aufgezeigt haben, dass wir Allah Ta'ala allein dienen und ihn allein um Unterstützung bitten, sagen wir immer, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Es gibt nur diesen einen geraden Weg. Es kann sein, dass ich mal abkomme von diesem Weg, dass ich schwach werde. Aber der Weg ist klar und deutlich. Und als Muslim sollte ich versuchen, an diesem geraden Weg festzuhalten. So gut ich kann. Und anhand der Geschichte der Nachkommen Adams sehen wir, dass schon relativ früh die Menschheit sich gespaltet hat. In Menschen, welche versucht haben, an diesem geraden Weg festzuhalten, und Menschen, welche von diesem geraden Weg abgekommen sind.
sind. Und es wird das berichtet, dass Schith alaihi salam halt von seinem Volk verlangt hat, dass sie sich nicht mischen sollen unter das Volk der Nachkommen Qabils. Weil er Angst hatte, dass sie vom richtigen Weg abkommen könnten. Und dass sie negativ beeinflusst werden könnten dadurch. Es gab jetzt einige. Und wie gesagt, das sind jetzt alles Israeliyat. Nochmal. Was nochmal Israeliyat, damit nochmal alle auch Bescheid wissen, inshallah ta'ala. Was war nochmal Israeliyat? Genau, Erzählungen von den, vom Alten Testament, ja, welche einfach dann auch überliefert wurden, für die wir nicht wirklich handfeste Beweise haben. Also wir können das glauben nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht, wie gesagt, jetzt nicht um faktische Aspekte. Es geht jetzt darum, dass wir einfach Lehren ziehen. Weil das, was hier erzählt wird, unabhängig davon, ja, soll uns etwas lehren, etwas mit auf den Weg geben. Und auf jeden Fall wird jetzt überliefert, dass einige Männer von den Nachkommen Schith gesagt haben, wir wollen einfach mal auch die Menschen auf der anderen Seite kennenlernen. Und das, obwohl immer wieder gewarnt wurde. Und es wird jetzt so überliefert, ja, das ist wahrscheinlich, wie gesagt, auch wieder also eine Legende wahrscheinlich, aber unabhängig davon, dass die Frauen in dem Volk von Qabil sehr hübsch gewesen sein sollen. Während die Frauen im Volk von Schith nicht so hübsch gewesen sein sollen. Und die Männer im Volk von Schith sollen sehr gut, gut ausgesehen haben. Während die Männer im Volk von Qabil nicht so gut aussahen. Und auf jeden Fall haben sie sich dann gemischt unter sie, haben an ihren Veranstaltungen teilgenommen. Es war erstmal einer gewesen, wurde es überliefert und dann hatte er noch andere gebracht. Und dann soll es zum ersten Mal zu Sinna gekommen sein. Okay. Diese Geschichte, was lehrt sie uns? Etwas sehr, sehr Wichtiges. Etwas, was wir auch brauchen für unseren Alltag. Und zwar, immer wieder warnt uns Allah Ta'ala davor, dass wir uns nicht freiwillig der Fitna aussetzen sollen. Freiwillig der Versuchung aussetzen sollen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Der Shaitan, und der Shaitan ist ja gerade zur damaligen, der ist ja immer präsent, aber gerade da, ja, war er wahrscheinlich auch besonders präsent gewesen. Am Anfang der Menschheitsgeschichte, noch frisch aus dem Paradies sozusagen. Und wenn man das so sagen darf. Und auf jeden Fall, der Shaitan, er weiß ganz genau, wie der Mensch funktioniert. Der Shaitan, er hat keine Waffe, die er dir an den Kopf hält und mit der er dich bedrohen kann. Aber er ist ein guter Psychologe. Er kennt dich innen und auswendig. Und deswegen sagt Allah Ta'ala immer wieder im Koran, La tattabi'u khutuwati shaitan. Folgt nicht den Fußstapfen des Shaitans. Es fängt nämlich genau hier an. Der Shaitan kennt dich. Er weiß ganz genau, in bestimmten Situationen wirst du als Benu Adam, als Ibn au Bintu Adam, wirst du schwach werden. Und deswegen solltest du dich erst gar nicht solchen Situationen aussetzen, in denen du schwach werden könntest. Und Allah Ta'ala, er sagt es klar und deutlich. Er sagt, Tilka hududullahi fala taqrabuha. Dies sind die Grenzen Allahs. So kommt ihnen erst gar nicht nahe. Weil das Problem ist, wenn ich ihnen nahe komme, dann könnte ich in Versuchung geraten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer schönen Überlieferung: Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'rifuhunna kathirun minan nas. Halal ist deutlich und Haram ist deutlich. Und dazwischen gibt es Dinge, die nicht eindeutig sind, die viele Menschen nicht kennen. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Wer sich in Acht nimmt vor diesen zweifelhaften Angelegenheiten, der ist frei in Bezug auf seine Religion und in Bezug auf seinen Irrt, also seine Ehre. Also mit anderen Worten, der ist sicher auf der sicheren Seite. In Bezug auf seine Religion und in Bezug auf seine Ehre. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Und wer in diese Shubuha, diese zweifelhaften Angelegenheiten hineinfällt, der fällt auch ins Haram hinein, ins verbotene Territorium hinein. Und dann gibt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Beispiel. Und er sagt,
كالراعي يرعى حول الحمى. Ganz genau wie ein Ra'i, ein Hirte, der seine Schafe in einem Bereich weiden lässt, der ganz in der Nähe ist von einem verbotenen Territorium, wo die Schafe nicht rein dürfen. يوشك أن يرتع فيه. Und es dauert nicht mehr lange, bis die Schafe dann dieses Territorium betreten und dort anfangen zu weiden, wofür er dann bestraft werden könnte. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. الله أكبر. Und wahrlich, jeder König hat sein verbotenes Territorium, also seine Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Und wahrlich, ja, das verbotene Territorium, das geschützte Territorium Allahs, sind die Dinge, die er verboten hat. Also mit anderen Worten, bleib fern von den Dingen, wo du dir nicht sicher bist, wo du schwach werden könntest, wo du ausrutschen könntest. Und es geht schneller, als du denkst. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns genau aus diesem Grund bestimmte Dinge verboten. Er hat uns verboten, dass ein Mann und eine Frau allein in einem Raum sind, wenn sie einander fremd sind. Mit welcher Begründung? Weil der Shaitan der Dritte ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kennt den Menschen. Allah kennt den Menschen. Und er kennt auch den Shaitan. Und er weiß auch ganz genau, dass der Shaitan in diesem Fall ein Bote ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte eines Tages, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولُ عَلَى النِّسَى. Wehe euch, und dass ihr bei den Frauen eintritt. Also mit anderen Worten, in diesen privaten Bereich allein seid mit den Frauen sozusagen. Und gemeint ist damit die Khalwa. Gemeint ist damit die was? Die Khalwa. Khalwa heißt, dass ich allein bin mit einer Frau bei ihr zu Hause. Und dann fragte ein Sahabi, ja Rasulallah, walham, was ist eigentlich mit dem Schwager, der Bruder des Ehemannes? Wie antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Was sagte er? Genau, alham, al-maut. Subhanallah, der Schwager ist der Tod. Tod. Warum der Tod? Weil das nämlich zu Katastrophen führt. Weil die Leute nicht darauf Acht geben. Es ist leider so. Auch viele muslimische Familien, die eigentlich den Islam praktizieren, geben auf solche Dinge nicht Acht. Ich rede jetzt nicht darum, dass man als Familie sich trifft. Darum geht es nicht. Es geht darum, ja, das ist doch kein Problem. Cousin, Cousine können auch alleine sein, mehrere Stunden zusammen. Nein, können sie nicht. Das ist das Problem. Sie können es nicht. Ja? Es mag zwar nicht immer was passieren müssen, aber wenn das über eine längere Zeit geht, dann können Dinge passieren. Und das wissen wir. Und es sind schon viele Dinge passiert. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen, die ich aus erster Hand kenne, wo solche Dinge geschehen sind. Al-Hamu al-Maut, ganz konkret, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Ja? Mit dem Schwager, wo dann die Schwägerin schwanger wird und ihrem Ehemann das Kind seines Bruders unterjubelt. Ja, das sind alles Dinge, die passieren. Das sind nicht Dinge, die man sich ausdenkt. Das sind Dinge, die wirklich passieren und die passiert sind und die immer wieder passieren. Weil die Menschen auf solche Dinge nicht Acht geben. Weil sie denken, was kann da schon passieren? Es kann sehr viel passieren. Und deswegen, als Muslim, sollte ich mich schützen. Und genau das ist das Anliegen von Schiis alaihi salam gewesen. Pass auf, mit wem du dich umgibst. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, auf der einen Seite, ich sollte mich selbst nicht der Fitna aussetzen. Und auf der anderen Seite, ich sollte darauf Acht geben, mit wem ich meine Zeit verbringe. Weil das ist die nächste Abzweigung, welche vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abführt und wegführt. Nämlich die Menschen, die um dich herum sind. Sie beeinflussen dich, ob du es willst oder nicht. Ob du es wahrhaben möchtest oder nicht. Ganz gleich, wie stark dein Iman ist, die Menschen um dich herum beeinflussen dich. Du kannst den stärksten Iman haben. Wenn du aber permanent mit Menschen Zeit verbringst, welche sündhaft sind, welche sündigen, welche schlechte Dinge tun, welche schlechte Worte reden, dann wirst du dich irgendwann einmal daran gewöhnen. Und dann wirst du irgendwann einmal, früher oder später, es ihnen gleich machen.
Und das sagt nicht ich, das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt uns die bittere Realität, die wir jeden Tag erleben. Heute hier in Berlin. Immer wieder Jugendliche, die eigentlich in einer guten Familie aufwachsen, die in einer frommen Umgebung aufwachsen, aber die falschen Freunde haben und dann dadurch vom richtigen Weg abkommen. Wir sehen es tagtäglich. Tagtäglich Menschen, welche vom richtigen Weg abkommen. Auch Erwachsene, nicht nur Jugendliche. Ich kenne Leute, die den Islam abgelegt haben. Erwachsene Menschen, die 20 Jahre, 30 Jahre Muslime waren und die keine Muslime mehr sind, weil sie sich nur noch umgeben haben von Menschen, die mit dem Islam nichts zu tun haben und die einen schlechten Einfluss auf sie hatten. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam was? Er sagt: Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Der Mensch, er nimmt die Religion seines engen Freundes an. So soll jeder von euch schauen, wen er sich zum engen Freund nimmt. Khalil, mit wem verbringst du viel Zeit? Wem vertraust du deine Angelegenheiten an? Früher oder später wirst du ihn beeinflussen, aber er auch dich. Ihr beeinflusst euch gegenseitig. Nur das Problem ist, am jüngsten Tag wird euch das alles nichts bringen. Ihr könnt euch am jüngsten Tag so sehr lossagen von eurem Freund und eurem Freundeskreis, wie ihr wollt. Es wird euch nichts bringen, weil ihr werdet euch gegenseitig verfluchen. Hört euch einmal an, was Allah Ta'ala im Koran sagt. Er sagt, Al-Akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Die engen Freunde werden an jedem Tag einander Feinde sein. Außer den Gottesfürchtigen. Sie nicht. Jeder wird dem anderen etwas vorwerfen. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لِلَّذِينَ اتَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Allah Ta'ala erzählt an verschiedenen Stellen im Koran. Diejenigen, die gefolgt sind und diejenigen, die gefolgt wurden. Sie werden sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Ja, ihr seid uns gefolgt, ja, und ihr habt uns darin bestätigt, mit dem, was wir getan haben. Und die anderen werden sagen, ja, wir sind euch gefolgt und haben euch vertraut. All das bringt nichts. Jeder ist verantwortlich für das, was er getan hat. Subhanallah. Ja, und das ist der Grund, warum Schief alayhi salam dann auch versucht hat, sein Volk davor zu warnen, dass sie sich mischen unter diesen Menschen, weil er nämlich wusste, wozu das führen kann. Und dass der Shaitan dann mit diesen Menschen spielt und sie Schritt für Schritt vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abbringen wird. Das ist eigentlich auch schon alles, was wir über Schieß wissen. Schieß soll als Name bedeuten, das Geschenk Allahs. Das Geschenk Allahs. Hibatullah. Ja, das vielleicht noch, insha'Allah ta'ala, dazu. Ja, aber sonst wissen wir wirklich nicht viel mehr über diesen edlen Propheten, dem Sohn von Adam alayhi salam. Ach so, doch noch eine Sache, die ich vergessen hatte. Und zwar, er soll auch 50 Sahife bekommen haben. Also 50 Schriften bekommen haben als Prophet, welche er dann auch seinem Volk dann übermittelt hat und dann ihnen auch aufgezeigt hat, was richtig ist und was falsch ist. Schief alayhi salam ist also der erste Prophet nach Adam alayhi salam. Und er ist selbst ein Sohn Adams. Also er gehört zur zweiten Generation der Menschen auf Erden. Und jetzt schauen wir uns an, insha'Allah ta'ala, wie es jetzt weiterging. Wir haben jetzt eigentlich nur die biblische Überlieferung. Die biblische Überlieferung. Und im Alten Testament finden wir folgende Abfolge. Und zwar soll es bis zum Propheten Nuh alayhi salam insgesamt 10 Generationen gegeben haben. 10 Generationen. Adam alayhi salam, Schief alayhi salam, dann jemand, der hieß Enoch oder Janisch auf Arabisch, Kinan oder Qinan, Mahalalel oder Mahalalail, ja, Jared oder Jared, ja, Henoch, Enoch oder Idris, über den wir jetzt gleich sprechen werden, insha'Allah ta'ala. Das ist sozusagen dann sein zweiter Name, Idris. Und so nennt ihn auch der Koran, wenn er es auch wirklich gewesen ist. Dann Methusalem, dann Lamech oder Lamech und dann Nuh alayhi salam. So finden wir die Abfolge im
Alten Testament. Ich habe starke Zweifel, dass das wirklich so stimmt. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es natürlich am besten, aber wir müssen wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Menschheitsgeschichte um einiges länger ist, als wie es uns hier die Bibel im Alten Testament schreibt. Und das Schöne ist am Koran, der Koran, er geht auf sowas überhaupt nicht ein. Er lässt solche Dinge komplett offen. Weil es einfach nicht wichtig ist, wie wir es aufgezeigt haben. Und wir somit auch nichts haben, was in irgendeiner Weise der Wissenschaft oder der Forschung, die wir heutzutage haben, widersprechen würde. Während wir in der Bibel viele solcher Berichte haben, die eindeutig der Wissenschaft widersprechen. Natürlich nimmt man auch die Bibel als Christ nicht wortwörtlich. Das muss man auch hier hinzufügen. Es gibt einige christliche Gruppen, wie evangelikale Christen, für die die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, also 1:1. Und welche die Bibel auch wirklich 1:1 als Wort Gottes halten und dementsprechend alles, was in der Bibel ist, auch so für die Wahrheit halten. Und deswegen gerade in den USA, wo die evangelikale Bewegung sehr, sehr stark ist, hast du auch teilweise Museen, wo dann halt, weiß ich nicht, die Arche Noah nachgestellt wird und wo die Menschheitsgeschichte aus biblischer Perspektive dann 1:1 so nachgestellt wird, wo auch behauptet wird, dass die Erde erst 6000 Jahre alt ist, etc. Der Koran, er lässt sowas komplett offen. Und der Koran, er erwähnt auch all diese Namen nicht, die zwischen Adam alayhi salam sind und dem nächsten Propheten, und zwar Idris alayhi salam. Und ehrlich gesagt wissen wir auch gar nicht genau, wann Idris alayhi salam gelebt hat. Wir wissen nur, dass er einer der sehr frühen Propheten gewesen ist. Und Idris alayhi salam, der wahrscheinlich Henoch der Bibel gewesen ist, wird insgesamt zweimal im Koran erwähnt. Zweimal im Koran erwähnt. Und wir wollen uns einfach mal erstmal anschauen, was Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich über diesen edlen Propheten im Koran erzählt und sagt. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt Folgendes über Idris alayhi salam. Einmal haben wir hier die Surat al-Anbiya, Vers Nummer 85, wo Allah ta'ala mehrere Propheten nacheinander erwähnt und aufzählt. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Und auch Ismail und ذو الكفل und Idris, Entschuldigung, und Idris und ذو الكفل, jeder gehört zu den Standhaften. Hier wird nichts mehr erwähnt über Idris alayhi salam, als dass er eingereiht wird in die Reihe der Propheten und dass er zu den Standhaften gehört. Und dann wird er noch einmal erwähnt in Surat Maryam. Und zwar in den Versen 56 und 57, wo Allah Ta'ala explizit Idris alayhi salam hervorhebt. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيس إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا. Und gedenke im Buch Idris, er war ein wahrhaftiger und Prophet. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor. Das ist erst einmal alles, was wir über Idris alayhi salam aus dem Koran erfahren. Schauen wir uns zunächst erst einmal diese Eigenschaften an, bevor wir auf das zu sprechen kommen, was wir noch an Informationen über Idris alayhi salam haben. Zunächst erst einmal der Name Idris. Der Name Idris kommt so meines Wissens nicht im Alten Testament vor, sondern dort wird, wie gesagt, der andere Name erwähnt, nämlich Henoch. Wenn es wirklich auch Idris sein sollte. Von welchem Wort kommt denn Idris in der arabischen Sprache? Darasa. Darasa, was heißt Darasa? Lernen. Genau, korrekt. Lernen oder Darasa, lehren. Und es wird überliefert über Idris alayhi salam, dass er ein sehr weiser Mensch gewesen war. Und dass er nach Wissen strebte und auch das Wissen lehrte. Und dass er auch der Erste gewesen sein soll, Allahu a'lam, das sind alles nicht authentische Überlieferungen, aber der Erste gewesen sein soll, der die Schrift eingeführt hat. Und der auch grundsätzlich sehr viel Wissen und Weisheit unter den Menschen verbreitet hat. Und deswegen soll er, Idris alayhi salam, gehießen haben
wo sein eigentlicher Name Henoch war. Und das zeigt uns noch einmal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala auch gerade hier über Idris alayhi salam spricht, dass Allah ta'ala ihn emporgehoben hat, wie wichtig es ist, sich als Muslim auch mit der Weisheit und mit dem Wissen zu beschäftigen. Und dass ich als Muslim immer bestrebt sein sollte, nach Wissen zu streben. Etwas, was mich voranbringt in meinem Leben. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin sehr erschrocken darüber, dass ich häufig Menschen besuche, zu Hause für eine Eheschließung oder bei einem Asa. Und ich gehe in dieses Haus hinein und es gibt nicht ein einziges Buch in diesem Haus. Leer. Komplett leer. Nur ein Fernseher. Das einzige. Kein Buch. Hier teilweise nicht mal ein Mushaf. Das erschreckt mich. Ich sage, Subhan, wie kann das sein? Ein muslimischer Haushalt, in dem es kein Buch gibt. Kein einziges Buch. Weder auf Arabisch, auf Deutsch, auf irgendetwas. Wenn die Kinder in solch einem Haushalt aufwachsen, wie sollen sie motiviert sein, nach Wissen zu streben? Wissen erlange ich durch Bücher. Ich brauche Bücher, um nach Wissen zu streben. Das ist wahres Wissen. Videos kann ich mir anschauen, ist alles gut. Es gibt viele Tutorials, wo man viel lernen kann. Gar keine Frage. Aber tiefgründiges Wissen erlange ich nur, indem ich lese. Und wir müssen sagen, dass es viele Menschen heutzutage gibt, nicht nur Muslime, auch nicht Muslime, Jugend im Allgemeinen, welche ein Problem haben zu lesen. Und deswegen ist es sehr traurig, obwohl wir, ich meine, wir leben in einem Land, wo man auch sagen muss, in der die Kultur des Lesens noch sehr verbreitet ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und gerade wir als Muslime sollten mit gutem Beispiel vorangehen und sollten uns das selbst aneignen, zu lesen. Man kann sich das antrainieren, zu lesen. Ich weiß, wenn man das nicht gewohnt ist, zu lesen, ja, dann fällt es einem am Anfang schwer. Aber man kann sich an alles gewöhnen. Und man kann sich so sehr daran gewöhnen, dass man regelrecht abhängig wird vom Lesen. Und dass man gar nicht mehr aufhören kann mit dem Lesen. Aber das Lesen ist die Grundvoraussetzung dafür, um mir überhaupt Wissen anzueignen. Und deswegen finde ich es sehr schade, wenn ich wirklich muslimische Haushalte sehe und kein Buch, nichts. Ja, wo du dir auch die Frage stellst, wo können eigentlich die Kinder lehren? Es gibt keinen richtigen Schreibtisch, gar nichts. Ja, das ist sehr traurig. Aber der Fernseher läuft die ganze Zeit. Subhanallah. Der Fernseher läuft 24 Stunden. Und dann fragst du dich auch, wie kann das sein? Wie können die Kinder hier eigentlich lernen? Wie funktioniert das, wenn die ganze Zeit der Fernseher im Hintergrund läuft? Wann ist eigentlich noch Zeit zum Lernen? Wann kriegen die Kinder die Ruhe, um sich mal dann auch wirklich auf das Lernen zu konzentrieren? Und worauf ich hinaus möchte, ist einfach Folgendes. Und zwar, dass wir einfach auch wirklich lernen sollten daraus. Lernen sollten daraus, Idris alayhi salam, dieser edle Prophet, den Allah ta'ala um Stufen erhöht hat, natürlich aus verschiedenen Gründen, aber vielleicht auch aufgrund dessen, dass er diese Weisheit besaß. Unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er spricht immer wieder, obwohl er selbst ein Analphabet gewesen ist, über die Stellung des Wissens. Und er war nur Analphabet gewesen, sallallahu alayhi wa sallam, weil Allah ta'ala damit beweisen wollte, dass der Koran nicht von ihm kommt. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam war der Inbegriff für Weisheit gewesen. Ja, er ist der Lehrer der Weisheit. Und er wurde gesandt, um Weisheit zu lehren. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Und er lehrte ihnen das Buch, subhan, das Buch. Also unser Koran ist ein Buch. Und die Weisheit. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagte er? Er sagte über das Wissen. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ Das Streben nach Wissen ist eine Verpflichtung für jeden Muslim. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sprach immer wieder darüber, welche Stellung die Wissenden bei Allah haben. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ Wer einen Weg beschreitet, in dem er nach Wissen strebt, dem wird Allah ta'ala einen Weg ebnen zum Paradies. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und alles, was in den Himmeln ist und auf der Erde, ja sogar die Wale oder Fische im Meer, machen für denjenigen, der nach Wissen strebt, Istighfar. Sie bitten für ihn um Vergebung. Warum? Weil das Wissen, das ist, was einen Menschen erhöht. Das Wissen ist das, was einen Menschen wappnet, schützt. Davor auch,
in die Irre zu gehen, davor vom Weg abzukommen, mit dem Wissen wird die Religion bewahrt. Mit dem Wissen kann ich Menschen erreichen, Menschen überzeugen von dem Wege Allahs. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Vergleich gemacht zwischen einem wissenden Muslim und einem nicht wissenden Muslim, der aber praktizierend ist. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, Fadlul abidi, Fadlul alimi, ala al-abid, ka fadli ala adnakum. Was heißt das? Der Vorzug des Gelehrten gegenüber dem Asketen, also jemand, der nur Ibadah macht, nur betet, nur fastet, aber kein Wissen hat, ist wie mein Vorzug gegenüber dem Untersten von euch. Was heißt das? Kann es jemand erklären? Was ist das für ein Gleichnis? Was vergleicht hier der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Wer kann das nochmal mit seinen Worten erklären? Was auch jedem klar ist. Was meint der Prophet damit? Wie stark ist der Vorzug eines Gelehrten gegenüber eines nicht gelehrten Muslims? Ja. Ein Gelehrter, dass er den Menschen sehr viel lernen könnte. Ja, fast. Nicht wie ein Prophet sein könnte, sondern dass der Unterschied zwischen einem Gelehrten und einem Nichtgelehrten genauso groß ist wie der Unterschied des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zwischen dem einfachsten unter den Sahaben. Subhanallah. Und so gewaltig ist der Unterschied. So gewaltig ist der Unterschied. Deswegen, ja, wenn wir erst einmal das nehmen können aus dem Leben von Idris, er war jemand, der sich mit dem Wissen beschäftigt hat und deswegen den Namen Idris trug. Von Darasa, lernen, studieren. Und wir leben in einem Land, Alhamdulillah, wo alles kostenlos ist. Das ist nicht selbstverständlich im Übrigen. Also viele denken, es ist normal, dass man kostenlos in die Schule gehen kann. Normal, dass man kostenlos studieren kann. Wenn ihr in den USA seid beispielsweise, dann könnt ihr nicht einfach so an die Uni gehen. Da gibt es so hohe Uni-Gebühren. Entweder brauchst du ein Stipendium oder du kommst aus einer reichen Familie. Oder du musst wirklich hart arbeiten, um dir das, oder dich hoch verschulden, damit du überhaupt studieren kannst. Und wir reden hier von einem westlichen Land. Also wir haben wirklich das Glück, dass wir in einem Land leben, wo dir Bildung regelrecht hinterhergeworfen wird. Und Allahu a'lam, wie lange das noch sein wird. Das kann sich auch ändern. Ja, aber wir haben noch dieses Privileg. Das sollten wir ausnutzen. Und mit Wissen meine ich nicht nur islamisches Wissen. Mit Wissen meine ich grundsätzlich nützliches Wissen, was den Menschen Nutzen bringt. Nützliches Wissen, was den Menschen Nutzen bringt. Und jedes Wissen ist nützlich, wenn ich es für den richtigen Zweck verwende. Und deswegen, such dir deinen Bereich, auf den du dich spezialisierst, in dem du gut bist, wo du den Menschen etwas beibringen kannst, etwas lehren, sie in etwas unterrichten kannst, sie in einer Sache ausbilden kannst. Es muss nicht immer ein Studium sein, kann auch eine Ausbildung sein, wo ich den Menschen was Gutes beibringe. Wir brauchen in allen Bereichen etwas, in allen Bereichen etwas. Wir brauchen den guten Handwerker und wir brauchen den Wissenschaftler. Pflegekräfte. Wir brauchen in allen Bereichen etwas. Ja, egal, wir können jetzt bis morgen hier sitzen und die Bereiche aufzählen. Ja? Wichtig ist aber was? Wichtig ist, dass wir in allen Bereichen etwas benötigen. Was aber gar nicht geht, meine lieben Geschwister. Und ich wünsche mir, dass wirklich keiner, der hier sitzt, ja, das tut. Und zwar zu Hause herumzusitzen und nichts zu tun. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Jeder von uns, von euch hat großes Potenzial. Jeder von euch. Jede Schwester, jeder Bruder. Und sag auch nicht als Schwester, ja, ich werde doch irgendwann mal heiraten, dann bin ich Hausfrau. Wie willst du, dass die Menschen auf dich blicken? Wie willst du, dass deine Kinder auf dich blicken? Sei Hausfrau, aber hab Wissen. Das ist kein Problem, es ist nicht schlimm, Hausfrau zu sein. Im Gegenteil. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo es ja schon teilweise belächelt wird, Hausfrau zu sein. Im Gegenteil. Ja, ich habe selbst Kinder und ich weiß, wie schwierig es ist, wenn beide arbeiten. Und dass die Kinder auch darunter leiden. Deswegen ist es sogar gut, dass ein Elternteil entweder ganz oder teilweise zu Hause bleibt. Aber trotz alledem, solange ich noch nicht verheiratet bin und selbst wenn ich verheiratet bin und noch nicht diese Verpflichtung habe, mich um Kinder zu kümmern, etc., ja, versuche ich etwas zu lernen, etwas aus meinem Leben zu machen. Damit ich dann auch den Menschen etwas geben kann, meiner Familie etwas geben kann, meinen Kindern etwas geben, ein Vorbild für meine Kinder bin. Ja, wir brauchen all diese Dinge. Und jeder von euch hat das Potenzial. Deswegen lasst uns heute vornehmen, inshallah. Heute, ja?
dass derjenige, der jetzt vielleicht gerade nichts macht und sagt, ach, ich weiß nicht, was ich tun soll, ja, und lungert zu Hause herum, ja, und inshallah gehört keiner dazu. Aber ich sage auch, es hören auch welche über die Kamera und so später per Video, ja, jemand, der jetzt sagt, ich mache nichts, nimmt sich jetzt heute vor, inshallah, den Weg von Idris alayhi salam zu beschreiten, nach Wissen zu streben. Der Mann, abgemacht, ja, abgemacht. Ja, wenn du in einer Ausbildung bist, machst du sie zu Ende, inshallah. Wenn du studierst, konzentrierst du dich auf dein Studium. Wenn du nichts machst, dann fängst du jetzt an und machst dir Gedanken darüber, ja, was du machen möchtest. Nächstes Jahr, inshallah, fängst du mit einer Ausbildung an oder mit, weiß ich, machst dein Abitur oder wie auch immer. Ja, aber mach etwas und sitz niemals zu Hause herum und tu nichts. Das geht nicht. Was wissen wir noch über Idris alayhi salam? Über Idris alayhi salam wissen wir noch, dass er ein Nabi gewesen ist. Innahu kana siddiqan nabiyya. Das heißt, er ist ein Prophet. Allah Ta'ala hat ihn auserwählt. Und wir hatten ja schon über den Unterschied zwischen Nabi und Rasul gesprochen gehabt. Müssen wir das nicht nochmal wiederholen. Das ist das, was wir ebenfalls über ihn sagen. Er ist gesichert ein Prophet. Er gehört zu den Propheten, die klar im Koran erwähnt wurden, an die wir glauben müssen, auch wenn wir nicht viel über sie wissen. Was wissen wir noch über ihn? Er ist ein Siddiq gewesen. Was ist ein Siddiq? Ein Wahrhaftiger. Und Allah Ta'ala erhebt diese Eigenschaft extra hervor. Er ist nicht nur ein Nabi, sondern er ist ein Nabi, der auch ein Siddiq gewesen ist. Wo nochmal die Eigenschaft des Siddiq, der Wahrhaftigkeit, der Ehrlichkeit besonders hervorgehoben wird. Zu den grundlegenden Eigenschaften, den Pflichteigenschaften eines Propheten, wie die Gelehrten gesagt haben, gehört die Eigenschaft des Siddiq. Er muss ehrlich gewesen sein. Propheten lügen nicht. Propheten lügen nicht, egal wie. Sie lügen nicht, in keiner Weise lügen sie. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat nie gelogen, weder vor noch nach der Birth. Und deswegen war er bekannt gewesen unter dem Namen As-Sadiq, der Ehrliche. Ein Muslim sollte nicht lügen. Und deswegen wurde unser Prophet gefragt, sallallahu alaihi wa sallam, kann ein Muslim jemand sein, der feige ist? Dann sagte er, ist möglich. Kann ein Muslim geizig sein? Ist möglich. Kann ein Muslim lügen? Sagte nein, geht nicht. Ein Muslim kann nicht lügen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Lüge ist sehr verbreitet, auch unter Muslimen. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Viele lügen, wie gedruckt, und haben kein Problem damit, ohne mit der Wimper zu zucken. Obwohl es ganz klar eine der abscheulichsten Eigenschaften ist, die es überhaupt gibt. Eine der abscheulichsten Eigenschaften überhaupt. Und eine Eigenschaft, welche ins Höllenfeuer führen kann. Hört einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Er sagte, innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Das Lügen führt zum Frevel. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Und der Frevel führt zum Höllenfeuer. Wa inna ar-rajul la yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Eine Person lügt und strebt nach Lügen, bis sie bei Allah als Lügner abgestempelt wird. Und umgekehrt genauso. Wa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Und Ehrlichkeit führt zu Wahrhaftigkeit, zur Frömmigkeit. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Und die Frömmigkeit führt zum Paradies. Wa inna ar-rajul la yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah as-sidiq. Eine Person, ja, sagt die Wahrheit und strebt nach der Wahrheit, bis sie bei Allah Ta'ala als was niedergeschrieben wird als Siddiq, wie Abu Bakr as-Siddiq. Wahrhaftig in jeder Hinsicht. In allem, was er tut. Und deswegen, versuche in deinem Leben immer nach der Wahrheit zu streben. Es ist nicht immer einfach. Aber glaub mir, diese Eigenschaft, sie hält dich von vielen anderen schlechten Dingen ab. Ich kenne eine Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, auf wen sie zurückgeht. Wird erzählt, es ist jetzt nicht aus der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sondern es ist eine Geschichte aus einer späteren Zeit. Und auf jeden Fall, einer kam zu einem Gelehrten und fragte ihn, ich habe ein großes Problem mit vielen Sünden. Und er sagte zu ihm nur, lüg nicht. Sei immer ehrlich, egal was es ist. Er sagte, das ist die Lösung. Er meinte, ja. Und dann hat er immer wieder vorgehabt, etwas zu tun, wollte stehlen. Ja, was ist, wenn ich erwischt werde, muss ich ja die Wahrheit sagen. Hat er nicht gestohlen. Wollte Sinne machen, konnte er keinen Sinne machen, weil er musste die Wahrheit sagen. Und dann hat er, am Ende hat er gemerkt, subhanallah, wirklich, die Ehrlichkeit führt immer zu was? Führt dazu, dass ich mich verändere. Das ist auch wirklich so, subhanallah. Viele suchen immer den kürzeren Weg. Ja, wenn sie
weiß ich nicht, jemandem Geld schulden, dann lügen sie. Ja, ich weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, in diesem Monat kein Gehalt bekommen und irgendwas, immer wieder was Neues. Ja? Statt einfach die Wahrheit zu sagen und sich anzustrengen, das Geld zurückzuzahlen. Würden sie ehrlich sein, erstens, derjenige, dem sie Geld schulden, dem würde wahrscheinlich ein Auge zudrücken. Weil er sieht, er ist ehrlich, er bemüht sich. Ja? Zweitens, du würdest dich anstrengen, dass du erst gar nicht in diese Situation kommst, weil du weißt vornherein, ich kann nicht lügen, egal was ist. Also ich muss etwas tun. Ich muss an mir arbeiten. Das ist genauso wie, wenn ich weiß, dass ich auf Arbeit bin, ja, und immer zu spät komme. Ich kann mir nicht erstmal etwas ausdenken. Ja, die Bank kam zu spät, obwohl sie gar nicht zu spät kam. Das ist auch eine Lüge, subhanallah. Wir denken manchmal gar nicht darüber nach, ja. Und dementsprechend gebe ich mir Mühe, pünktlich zu sein. Ich gebe mir Mühe, pünktlich zu sein. Und arbeite an mir. In einer Prüfung. Ich will nicht spicken, weil das eine Form von Lüge ist. Aber ihr merkt schon, es geht in viele Bereiche, die wehtun. In viele Bereiche, die wehtun. Ja? Aber subhanallah, das gehört auch dazu. Ja? Das gehört auch dazu, in solchen Situationen ehrlich zu sein. Und zuzugeben, ich habe nicht gelernt. Und nächstes Mal gebe ich mir Mühe und lerne wirklich. Weil ich kann auf dieses verbotene Mittel nicht zurückgreifen. Und da sehen wir, ja, wenn du ehrlich bist in allem, was du tust, das tut dann vielleicht einmal weh. Das schmerzt richtig. Du schreibst eine 5. Du kriegst eine Abmahnung von deinem Arbeitgeber. Ja? Oder verlierst sogar deinen Job vielleicht. Verlierst vielleicht sogar deinen Job. Das tut dir richtig weh. Aber nur so dort kannst du lernen. Weil am Ende wird er dich so und so feuern. Weil der wird das vielleicht sich 2-3 Mal anhören. Und dann wird er sagen, der wird dir so kein Wort mehr glauben. Ja? Okay, einmal Stau, einmal U-Bahn ausgefallen. Ja, und was ist mit drittes Mal? Deine Oma gestorben oder irgendwas? Ja, ja, funktioniert ja nicht jedes Mal. Die Leute sind ja nicht dumm. Deswegen sei immer ehrlich, egal was ist. Und du wirst merken, darin liegt der Ausweg. Weil du wirst dich dadurch verändern, subhanallah. Innahu kana saddiqan nabiyya. Was ist dann die vierte Eigenschaft? Also wir haben einmal erst Nabi, erst Saddiq, ja, die dritte Eigenschaft, und er gehört zu den Sabirin. Das ist das, was wir ebenfalls über Idris alayhi salam wissen. Er war standhaft gewesen, geduldig gewesen. Und es gibt keine Eigenschaft, die besser ist für dich als Mensch, als die Eigenschaft der Geduld. Deswegen sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ma u'tiya ahadun ata'an ahsana lahu wa awsa'a lahu min as-sabr. Es gibt niemanden, der eine Sache bekommen hat, oder eine ata', also eine Sache bekommen hat von Allah, ja, also wie eine Art Geschenk, ja, eine Eigenschaft, die besser für ihn wäre als die Eigenschaft des was und weiter ist, ja, in den Bereichen, die sie umfasst, als die Geduld. Weil Geduld brauchst du überall, in allen Bereichen deines Lebens brauchst du Geduld. Und deswegen sollte ich als Muslim, mach was schlimm, mach Geduld, sabirin. Ich brauche Geduld auf diesem Weg. Die Propheten brauchten Geduld. Es war nicht so, dass sie waren Propheten und deswegen alles gleich. Im Gegenteil, sie hatten besonders viel Geduld gehabt auf ihrem Weg. Gut. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor. Manche sagen, er wurde emporgehoben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und er befindet sich im Himmel. Aber die meisten Gelehrten sagen, nein, er ist auf der Erde gestorben. Es ist lediglich so, dass Allah Ta'ala ihm eine hohe Stellung gegeben hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Idris alaihi salam auch gesehen beim Isra und Mi'raj. Wir kennen ja die Geschichte, wo er dann in den Himmel aufgestiegen ist und er hat mehrere Propheten gesehen. Und im fünften Himmel, soweit ich mich entsinnen kann, hat dann unser Prophet, vierten oder fünften, ich meine eins von beiden, hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam wen getroffen? Idris alaihi salam. Das heißt, obwohl wir über Idris alaihi salam kaum etwas wissen und kaum Informationen haben über diesen edlen Propheten, hat trotz alledem Allah subhanahu wa ta'ala Idris alaihi salam unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gezeigt. Idris alaihi salam, wie gesagt, er hat halt Da'wah gemacht. Wir haben, wie gesagt, kaum Informationen über ihn. Ja, er hat Da'wah gemacht mit seinem Volk. Er hat sie eingeladen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat Wissen verbreitet unter den Menschen. Es gibt eine nicht authentische Überlieferung bei Ibn Hibban, wo noch gesagt wird, dass also dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugeschrieben wird, dass er zu Abu Dharr gesagt haben soll. Aber die Überlieferung ist nicht authentisch. Ja, ja Abu Dharr, o Abu Dharr, arba'atun siryaniyun. Es gibt 4 Syrer unter den Propheten. Also mit Syrer ist jetzt nicht die heutigen Syrer gemeint, sondern sozusagen die aus sozusagen diesem Bereich Scham stammen. Adam, Sheath,
Achnuch und das ist Idris. Er soll der Erste sein, der dann sozusagen mit geschrieben hat. Nuh alayhi salam. Ja, also sie sollen Syrer gewesen sein. Allah, diese Überlieferung ist wie gesagt nicht authentisch, deswegen brauchen wir uns auf diese Überlieferung nicht zu stützen. Ja, und sie widerspricht auch ein bisschen dem, weil Adam alayhi salam ist ja kein Syrer gewesen. Ist Adam alayhi salam ein Weltmensch gewesen, aber kein Syrer. Ja, das ist eindeutig. Deswegen muss man diese Überlieferung also schon aufgrund sozusagen des Inhaltes ablehnen. Und sie ist auch von der Überliefererkette her, das heißt vom Isnad her, keine richtige Überlieferung und keine authentische Überlieferung. Ich wollte sie trotz alledem an dieser Stelle dann auch erwähnt haben. Es wird überliefert, dass er auch in Palästina geboren sein soll. Allahu alam, das sind alles Dinge, die wir nicht wirklich wissen können. Ich meine, wenn er wirklich Syrer war, wie es hier heißt, dann stammte er aus dieser Region. Also Großsyrien, die Levante, Scham, ja, wozu ja auch Philistin gehört. Und wenn uns das etwas lehrt, dann, dass Philistin, Palästina, ein Ort ist, den Allah subhanahu wa ta'ala von Anfang an in besonderer Weise hervorgehoben hat. Und dass wir als Muslime, als Nachfolger und Anhänger all dieser Propheten auch eine besondere Verantwortung tragen gegenüber diesem heiligen Land, was ja auch Allah ta'ala im Koran als Ard Muqaddasa bezeichnet, als heiliges Land. Es ist heiliges Land. Allah ta'ala, er sagt, Barakna hawlahu, der Ort, dessen Umgebung wir gesegnet haben. Das heißt, Philistin ist für uns Muslime erst einmal ein gesegneter Ort. Die gesamte Welt ist für uns wichtig. Aber Philistin ist nochmal etwas ganz Besonderes. Nicht wegen der Einwohner dort, sondern weil Allah Ta'ala diesen Ort in besonderer Weise hervorgehoben hat. Das heißt, es sind nicht nur die Palästinenser, sondern jeder Muslim ist Palästinenser. Jeder Muslim ist Palästinenser in seinem Herzen. Nicht von der Herkunft, in seinem Herzen. Genauso wie jeder Muslim Mekkaner ist. Und jeder Muslim Medinenser ist. Weil das sind heilige Orte, die sich in meinem Herzen befinden. Und welche ich dementsprechend auch verteidigen muss. Und für die ich mich einsetzen muss. Und gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Unrecht geschieht, ist es besonders wichtig, dass ich als Muslim mir das immer wieder vor Augen halte. Philistin, Palästina, geht nicht nur die Palästinenser etwas an, sondern geht jedem Muslim etwas an und eigentlich auch jedem Menschen mit Gerechtigkeitssinn. Auch jedem Menschen mit Gerechtigkeitssinn. Ja? Und es ist traurig, das muss man ganz offen sagen, dass es viele Nicht-Muslime gibt, welche sich für die palästinensische Frage einsetzen und aufklären. Und es auf der anderen Seite viele Muslime gibt, die sagen, was geht mich schon Philistin an? Was habe ich mit Philistin zu tun? Das ist traurig. Ja, aber das ist leider Realität und das finden wir. Und deswegen, ja, unsere Aufgabe ist es aufzuklären. Unsere Aufgabe ist es auch, uns mit dieser Thematik zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich auch schon alles, was wir über diesen edlen Propheten Idris alayhi salam kennen. Wir wissen nicht viel. Wir kennen nur diese Eigenschaften, die Allah ta'ala uns erzählt hat. Und wir werden jetzt insha'Allah ta'ala in der kommenden Woche bi'iznillahi azza wa jal uns dann mit dem ersten Propheten beschäftigen, über den wirklich sehr ausführlich im Koran gesprochen wird. Und zwar mit Nuh alayhi salam. Und über Nuh alayhi salam haben wir natürlich sehr viel Material im Koran. Ja, und so, dass wir über Nuh alayhi salam nicht nur in einer Einheit sprechen werden, sondern also mindestens in zwei Einheiten. Ja, über seine Geschichte sprechen werden, wenn nicht sogar in drei Einheiten, ich muss mich nur darauf vorbereiten, wie ich es genau machen werde, insha'Allah ta'ala, ja, aber das werden wir dann insha'Allah ta'ala dann in der kommenden Woche dann sehen, wie wir das ganz konkret machen werden. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa ladhina amanu wa amilu s-salihati, wa tawassabu al-haqqi, wa tawassabu al-sabr, barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.